Ich schall um! Ich schall um! Ich hab nur gesagt, du schaffst das. Ich bin ein schleimiges Einhorn. Peace, Leute! Mein Name ist Grun und ich heiße dich herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Skylife zusammen mit dem Wolle. Hallöchen! Wir haben uns heute hier zusammengefunden, da Bluren und ich schon eine ganze Zeit hier nicht mehr Skylife zusammen aufgenommen haben. Und wir haben heute eine Kleinigkeit vor, denn wie ihr vielleicht schon wisst aus früheren Folgen, wir wollten dort oben, dort ist irgendwo in der Richtung hier, ist irgendwo dieses sogenannte Obenhaus. Das kommt eben aus diesem komischen Film Oben, ist irgendwo dort hinten. Irgendwo und da wollten wir uns... Ja, das ist oben, dort irgendwo oben. Ja, wir wollten es heute mal hinbegeben, aber da Bluren schon sehr lange hier nicht mehr drauf war, noch länger als ich, wollte ich dir mal ein bisschen was zeigen. Ich merke schon, die Kühe, die fühlen sich auch ziemlich wohl da unten. Ja, hier ist auch ein bisschen was abgegangen, ein bisschen ficky-ficky, ne? Da geht sie ab, ey, und, automatische Melonenfarm. Was? Ja, automatische Melonenfarm, die hat Randy gebaut und ich habe sie irgendwann mal noch erweitert mit meinen mega Redstone-Skills. Und hier sind noch Hühner, die hat der Olvi eben mal hierher gebracht. Bluren, wir wollten dort hoch zum Obenhaus und ich hatte da nämlich eine geniale Idee, wie du da vielleicht schon siehst, wenn du deine Render Distance weit genug hast. Da oben, da ist so eine Brücke. Die habe ich gebaut, damals, als ich die Kühe hier runtergeholt habe. Und da geht es eben bis hoch zum Obenhaus und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich will dein Fremdenführer sein. Dein Touristenführer sozusagen und bring dich da einfach mal hoch. Ich glaube, ich schaff das irgendwie. Du musst links und rechts sagen, du bist mein Navi. Okay. Rechts! In 50 okay. Metern geradeaus. Okay, das ist keine ganz tolle Sache. Ich glaube, hier ging's lang. Ich weiß nicht. Galopp! Boah, hier ist übrigens die Babykuh gestorben damals. Alter, nee. Bluren, ich erweise dir die Ehre. Los, lauf vor. Lauf vor. Jan schon wieder. Einfach nur Angst machen. Ja doch, da hinten ist sie. Oh Gott, ich glaube, ich war auf der Insel dort oben. Aber Bluren, das macht gar nichts. Komm. Hier, guck mal, hier waren die Kühe damals und hier wusste ich, dass es irgendwo in der Nähe ist. Lass mal hier glaube ich. Hier ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir lang gehen. Oh, hier ist dein Gehege für die Kühe. Ja, das habe ich damals ganz brutal zerstört. Hier habe ich ein paar Kühe umgebracht auch. Das ist ein Ort voller Blut eigentlich hier. Alter, da heftet noch Blut der Vorfahren von Fridolin hier überall dran. Ich war ja tatsächlich schon mal. Ich habe hier nämlich ja auch diesen... Ich habe hier mal alles so ein bisschen explored. Ich weiß gar nicht, ob das in einem Livestream war oder nicht. Aber irgendwann war ich hier schon mal auf jeden Fall. Komm, scheiß drauf. Hey. Ich gehe einfach voll drauf jetzt. Bluren, und du? Voll drauf, du wirst den Moment jetzt verpassen, wenn ich hier reingehe. Ich hab einen Stein. Das ist mir scheißegal. Hier fliegt ein Stein hinunter. Nein, Wolre. Wow, er hat mich verfehlt, Bluren. Okay, Bluren. So. Ich hab einen Weg gebaut. Soll ich springen, meinst du? Ja, spring, du schaffst das. Das schaffst du locker, Bluren. Das ist ganz richtig einfach. Ich schall um! Ich schall um! Ich hab nur gesagt, du schaffst das. Ja gut, ich meine, hab ich gesagt, dass der Bluren jetzt verreckt hier. Ich warte jetzt hier auf dich, weil ich will nicht das Obenhaus alleine betreten, weil ich hab Angst. Aber ich sammle deine Sachen auf. Ich komm mit, So, aber dafür snack ich jetzt auch deine Sachen. Oh nein. Komm mit Regen. Oh nein, es hat angefangen zu regnen, das macht mich traurig. Ja, es regnet, weil ich gestorben bin. Es regnet die Erde, Sonne, Mond und Sterne. Nee, das war ein anderes Lied. Okay, er hat den Baumsprung geschafft, er läuft jetzt da unten weiter. Das ist für meine Zuschauer eine hochspannende Folge. Hallo, hallo. Bang. Okay, Bluren, komm. Ah, Alter. Das wäre so witzig, wenn du wieder gestorben wärst. Schlägst mich einfach mal. Bluren, ich geb dir Essen. Warte. Geh weg. Ich baue uns so einen Unterschlupf. Nein, wir gehen jetzt oben Haus jetzt. Oh, fuck. Ja, okay. Was ist das für ein Spaß? Das ist sowas der schlägt dreist. Einfach in die Kamera. Ja, scheiß Bluren, ja, das gibt's doch nicht. Ja, so eine Scheiße. Okay, nee, ich bin normal, hat meine Mama zu mir gesagt. Ich betrete jetzt die Tür. Achtung, okay. Wir machen okay, Filmszene. Herr Kommissar, bitte. Ach komm, scheiße hier. Verpiss dich. Geh jetzt rein hier. So, Kiste, nichts drin. Scheiße alles hier. Hast du mich gerade ernsthaft geschlagen? Richtige Scheiße hier sind nur Kartoffeln, braucht kein Mensch. Hast du das Dynamit?
Was? Wir laden hier in die Luft. Hier. Okay. Okay, ich zünde. Raus hier! Raus hier! Ich flieg hier uns alles um die Ohren. An. Ich hab noch den Filmmodus. Warte, die Tür zu, muss ich schon schießen. Die Tür zu! Nein! Nein! Es regnet! Nein, ich flieg runter! Ich nehme jetzt einfach diese Kartoffeln mit, alles außer eine Pflanze. Nee, das sind Karotten und Kartoffeln? Nee, ich nehme alles außer eine Kartoffelpflanze mit. Und eine Karottenpflanze. Es ist übrigens auch sehr schlau, die ganzen Kartoffeln und alle Karotten einfach mal mitzunehmen. Oh. Und einfach damit durch die Welt zu laufen, wenn man gerade nichts anderes im Inventar hat, als zur Verteidigung außer 5 Melonen. Und mit 5 Melonen kann man ja jeden Endgegner besiegen hier. Das ist ja alles gar kein Problem, würde ich mal sagen. Oh, ja. Bluren, ich seh dich. Okay, ich kann hier, glaube ich, runter. Oh, bist du? Ich seile mich gerade an solchen Lianen ab. Alter, wenn die irgendwann hier einfach aufhören, dann bin ich sowas. Ach so. Scheiße! Die gehen in eine andere Ebene, da wollte ich gar nicht hin. Fuck, scheiße. Jetzt muss ich mir einen Tunnel mit der Hand durch diesen Berg hier durchbauen. Ist das jetzt gerade dein Ernst? 2000 Jahre später. Ja, wir sind zu Hause. Fridolin, hallo. Wir sind zu Hause. Ja, yeah. Okay. Wir sind zu Hause. Ich muss dich schlagen, ja. Faktaktisch. Luan, ich würde mal sagen, zum Abschluss der Folge beten wir noch kurz Fridolin an, okay? Ist das in Ordnung? Fridolin! Okay, ich würde sagen, ich improvisiere jetzt einfach mal. Fridolin, unser Gebieter, streck uns bitte nicht den Arsch zu, das wäre sehr freundlich. Alter, wir beten dich an, du Scheißviech! Kannst du dich bitte wenigstens umdrehen? Danke. Nur dank dir haben wir alles hier geschafft, nur dank dir haben wir jetzt neue Nahrungsquellen und nur dank dir ist Bluren jetzt vollkommen geistig verstört. Ich würde mal sagen, vielen Dank und bis dann. Bleibt schleimig und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte eine Bewertung da. Tschüss.